In diesem Video wollen wir grundsätzlich mal einen DHCP-Server in Packet Tracer konfigurieren. Hierzu gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Einmal kann man DHCP-Server natürlich in irgendwelchen Geräten wie zum Beispiel Routern integrieren. Dann läuft er quasi im Hintergrund mit, weil das jetzt kein hochkomplexes, aufwendiges Serversystem ist. Oder man benutzt einen expliziten Server in Form von Hardware. Das wäre dann ein sogenannter dedizierter DHCP-Server, wo man dann eben wirklich ein explizites Stück Hardware braucht. In diesem Video machen wir mal Variante B. Das heißt, wir werden gleich im Packet Tracer explizit einen Server einbauen und den entsprechend konfigurieren. Kurz als Vorgaben und Ziele des Ganzen. Wir wollen hinterher natürlich, wie bei DHCP üblich, dass irgendwelche Hosts im Netzwerk, hier sind es nur PCs, ihre IP-Konfiguration über DHCP erhalten können. Das heißt, wir wollen die nicht mehr statisch konfigurieren, sondern die sollen sie sich automatisch irgendwie ziehen. In diesem Beispiel hier habe ich noch einen Router drin, der übernimmt jetzt keine besondere Funktion. Der ist erstmal nur da, um kurz auch zu zeigen, dass es eben in so einem Netzwerk auch durchaus Geräte geben darf und muss vielleicht sogar, die eine feste IP-Adresse haben. In dem Falle wäre das der Router, also der hat hier ein Interface in dem Netzwerk und dieses Interface ist übrigens bereits schon konfiguriert und hat diese IP-Adresse statisch, hat also mit dem DHCP-Server gleich nichts zu tun. Wie schon erwähnt, verwenden wir gleich einen dedizierten Server, machen das also nicht auf dem Router. Und jetzt brauchen wir noch Vorgaben für den Server. Der Server selbst muss eine IP-Adresse bekommen und zwar soll der die 192.168.0.254 erhalten. Man könnte das jetzt so interpretieren, der Router hat quasi die kleinste IP-Adresse im Netzwerk und der Server hat hinterher die größte IP-Adresse im Netzwerk, dient aber ausschließlich der Übersichtlichkeit und hat keine technischen Bewandtnisse. Der Server selbst braucht auch eine Subnetzmaske, das gehört zu einer IP-Konfiguration halt dazu und das ist so die Standardmaske 255.255.255.0, wie man sie kennt aus den 192.168er Netzen. Des Weiteren braucht der DHCP-Server gleich einen sogenannten Adresspool. In einem Adresspool wird festgelegt, welche IP-Adressen denn dieser Server bitte vergeben soll. Das muss man dem natürlich sagen. Woher soll das denn sonst wissen? Und in dem Fall wollen wir es gleich so machen, dass er mit der 192.168.0.100 anfängt. Das heißt, das wird die kleinste Adresse sein, die er vergeben kann an irgendeinen Host, der fragt. Und die größte IP-Adresse, die er vergeben soll, soll die 199 sein. Das heißt, er kann in gewisser Hinsicht 100 Hosts adressieren. Des Weiteren muss in der IP-Konfiguration für die Hosts, die fragen, auch eine Subnetzmaske mit übergeben werden. Das heißt, diese Subnetzmaske hier ist nicht die des Servers, sondern das ist die Subnetzmaske für den Pool, für den Adresspool, den der Server verwaltet und verteilt. Und als optionalen Parameter, bei DHCP kann man ja optionale Parameter vergeben, vergeben wir noch ein Default Gateway. Das Default Gateway, auch wenn man es vielleicht jetzt nicht vom Begriff her direkt kennt, ist gewissermaßen der Weg aus dem Netzwerk raus. Wenn ihr euch zu Hause überlegt, was da euer Default Gateway ist, dann ist das euer Router, der euch eben ins Internet bringt. Ihr braucht quasi auf euren Geräten zu Hause dann eine Information darüber, wo denn der Weg raus Richtung Internet ist. Das müssen die Rechner wissen, sonst können sie eben nicht aus dem Netzwerk raus kommunizieren, sondern nur intern. Wenn man das jetzt hat, ist im Prinzip erstmal alles gesagt. Es gibt noch andere optionale Parameter, die da in so einen Pool rein integriert werden können, auf die will ich nicht weiter eingehen. So viel zur Ausgangslage und hinterher sollen dann diese beiden PCs hier auf der rechten Seite ihre IP-Adressen bekommen, sollen dann entsprechend auch kommunizieren können. Gut, fangen wir an. Also Schritt 1, was brauchen wir? Wir brauchen den besagten DHCP-Server, den findet ihr hier unten. Da macht Packet Tracer das so, dass es grundsätzlich hier ein Gerät gibt, was einfach Server heißt. Und in diesem Server sind verschiedene Serverdienste integriert. Und wir benutzen dann gleich eben den DHCP-Teil. Jetzt haben wir den Server. Vielleicht der Ordnung halber nenne ich ihn mal DHCP-Server. Mehr macht er ja nicht. Den muss man natürlich verdrahten. Das heißt, packen den hier irgendwie mit an den Switch dran. Welchen Port ist für den Moment erstmal völlig egal. So, jetzt sehen wir wieder, wir haben hier so ein Syncing, das heißt, die unterhalten sich gerade noch, wie sie dann gleich kommunizieren wollen und wenn man so ein bisschen Zeit vergehen lässt, sind die synchronisiert und haben jetzt Kontakt. So, und jetzt muss man den Server konfigurieren. Das funktioniert hier ja, an verschiedenen Stellen. Also erstmal gibt es ja Konfigurationen, die in dem Server quasi als Host, also als Hardware-Gerät vorgenommen werden müssen. Das sind die hier oben, also ich muss dem eine IP-Adresse und eine Subnetzmaske geben. Das funktioniert optimalerweise so, dass man hier über den Desktop in die IP-Konfiguration geht.
und dem DHCP-Server hier seine entsprechende IP-Adresse gibt. Der soll die 112.168.0.254 bekommen und als Subnetzmaske soll er die 255.255.255.0 bekommen. Da das quasi die Standardmaske für so ein Netz ist, macht er hier eine Art Autovervollständigung. Ich könnte ihm jetzt hier noch ein Default Gateway mitgeben. Achtung, das ist nicht der Pool. Das ist quasi das Default Gateway des Servers selber. Nicht das, was er an die Hosts vergibt. Kann ich jetzt für den Moment machen oder auch nicht. Brauchen tue ich es in dem Beispiel nicht, deswegen lasse ich es jetzt einfach mal weg. Damit war es das schon als IP-Konfiguration für den Server. Können wir eigentlich schon wieder zumachen. Damit haben wir hier quasi 4a und 4b schon abgehakt. Jetzt kommt der Pool. DHCP ist ein Dienst. Deswegen im Englischen auch Service. Und ihr findet in Packet Tracer unter Services dann immer die entsprechenden Dienste, die so ein Server anbieten kann. Hier sind ganz viele verschiedene. Hier ist auf keinen von denen ein. Relevant für uns ist nur DHCP. Wir gucken uns hier DHCP bei IPv4 an, deswegen ist es nicht V6, sondern der normale. Und hier sehen wir, dass es einen Serverpool, nennt sich das, gibt. Und dem müssen wir jetzt die entsprechenden Eigenschaften zuweisen, die hier in der Vorgabe stehen. Das heißt, wir müssen ihm beibringen, beispielsweise, wo er beginnen soll, IP-Adressen zu verteilen. Das wäre bei 112.168.0.100. Das ist die Start-IP-Adresse. Man sieht hier schon eine Autovervollständigung. Die hängt damit zusammen, dass ich dem Server eben eine IP-Adresse gegeben habe. Das heißt, er interpretiert daraus direkt, ja, in dem Netz möchte ich wahrscheinlich auch IPs vergeben. Man sieht aber auch, dass hier hinten in der Start-IP eine 0 steht. Er würde jetzt also bei der 0, beziehungsweise genau genommen bei der 1 versuchen, IP-Adressen zu vergeben. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen erst bei der 100 starten. Im Hinblick auf die Praxis macht man das ganz gerne. Man hat in der Praxis ganz gerne Teile des Netzwerks frei, um Geräte statisch zu adressieren, die man eventuell braucht. Und deswegen lässt man in den DHCP-Servern gewisse Lücken. Da gibt es verschiedene Philosophien, ob man die unteren IP-Adressen freilässt, die oberen freilässt, irgendwie sich Slots da reinbaut. Wie auch immer, das ist völlig egal, aber es ist absolut nicht unüblich, hier etwas höher zu starten. Das heißt, wir wollen bei der 100 starten. Damit haben wir hier unter C den ersten Punkt ebenfalls schon abgehakt. Jetzt wollen wir, dass der bis zur 112.168.0.199 vergibt. Ich habe das hier mal End-IP genannt. Wir sehen aber, es gibt hier gar keine entsprechenden Parameter. Ich kann zwar eine Start-IP-Adresse angeben, aber ich kann ihm nicht sagen, bis wohin er vergeben soll. Zumindest nicht direkt. In Packet Tracer hier in der Implementierung ist das so, dass ich stattdessen die maximale Anzahl der User angeben kann. Aus der Kombination von Startadresse und wie viele Adressen vergibt er denn, ergibt sich natürlich automatisch auch eine höchste IP-Adresse, die er vergeben kann. Das heißt, er startet jetzt bei 100. Und wenn er bei 199 aufhören soll, dann sind das 100 User, die er adressieren können soll. Also schreibe ich hier nur 100 rein. Das entspricht jetzt quasi der End-IP 199. Unter Subnet-Mask sieht man, welche Subnetzmaske er an die anfragenden Hosts oder Clients vergibt. Das ist wieder standardmäßig 255.255.255.0. Das soll auch so sein laut Vorgabe, also brauche ich hier nichts machen. Und zu guter Letzt möchte ich als optionalen Parameter das Default Gateway mit übergeben, was eben der Router dann sein soll. Hier finde ich den entsprechenden Eintrag, trage hier das Default Gateway ein. Das ist die 0.1. Und bin damit fertig. Jetzt kommt die so kleine Haken im Packet Tracer, jetzt darf man hier keinen Quatsch machen. Man muss diesen Pool noch explizit safen. Also ich speichere den jetzt und jetzt sieht man auch hier unten, dass es diesen Server Pool gibt. Mit dem entsprechenden Default Gateway, Start-IP und so weiter und so fort. Wenn das hier unten drin steht, ist es soweit gut. Es gibt im Packet Tracer noch einen kleinen Fehler, den man machen kann, nämlich man muss diesen Service explizit aktivieren. Also diese Server in Packet Tracer sind erstmal weitestgehend deaktiviert, oder diese Dienste, und jetzt muss ich den ja explizit einmal anmachen. Jetzt habe ich einen intakten DHCP-Server. Das war es eigentlich auch schon hinsichtlich der Konfiguration. Und im Prinzip können wir jetzt mal gucken, ob das Ganze soweit funktioniert. Dazu gucke ich mal in die PCs rein. Die PCs selber sind auf DHCP eingestellt und ich gucke mir jetzt mal an, welche IP-Adresse die denn wohl haben und stelle dabei fest, dass die hier eine 112.168.0.100 bekommen haben. Das ist überraschenderweise die kleinste IP-Adresse, die vergeben werden soll. Der andere hat
die 101. Auch jetzt nicht weiter überraschend, das ist also die zweitkleinste. Was wir in beiden Fällen auch gesehen haben vielleicht, das Default Gateway wurde mit übertragen. Wer sich hier über diese Doppelpunkte wundert, das wäre das Default Gateway für IPv6. Das ist hier jetzt aber nicht konfiguriert, weil wir machen ja nur V4. Und damit haben jetzt diese PCs entsprechend ihre IP-Adressen bekommen. Und jetzt können wir mal testen, ob das Ganze soweit funktioniert. Können zum Beispiel mal hingehen und von PC0 auf PC1 pingen. Wir erinnern uns, der untere PC hatte jetzt die 101 hinten. Also gehen wir hin und gucken, ob der obere den unteren anpingen kann und stellen fest, das funktioniert. Jetzt können wir scherzhafterweise nochmal testen, ob auch der Router erreicht werden kann. Funktioniert auch. Und zu guter Letzt vielleicht, ob der DHCP-Server selber erreicht werden kann. Und das Ganze funktioniert auch. Das heißt, wir haben einen dedizierten DHCP-Server eingerichtet und die IP-Adressen werden jetzt automatisch an die PCs vergeben. Soweit, so gut. Mehr wollten wir nicht und damit war es das dann auch.